Hi, Nick. Moin und herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Heute soll es um nichts Geringeres gehen, als bei diesem Fahrzeug hier den Zahnriemen zu tauschen. Dazu will ich aber eins sagen. Leute, das Video dient zur Unterhaltung. Wir sind weder Profis, noch machen wir das beruflich. Wir sind lediglich irgendwelche Hobbyschrauber, die in so einer abgeranzten Werkstatt hier einfach ein bisschen am Schrauben sind. Und trotzdem, glaube ich, ist das ein ganz interessanter Einblick, weil wir sind die Leute, die den richtigen Weg vielleicht nicht kennen, aber wir finden immer eine Lösung. Und genau das macht es gerade so interessant. Und ich finde auch, das Video ist relativ witzig geworden. Und deswegen will ich euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Habt Spaß bei dem Video. Und was mich auch sehr interessiert, was für Kanäle schaut ihr sonst noch so? Also in welcher Bubble bin ich drinne? Schaut ihr zum Beispiel gerne die Autodoktoren, Maximiliano, Eiko, Autoseastik, Boberg? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Viel Spaß beim Video. Zuallererst Frühstück, Käffchen. Die Hebebühne hat die besten Tage hinter sich. Die ist kaputt und da soll auch ein Video folgen, wie wir die nochmal reparieren. Und zwar sind die Tragmuttern defekt. Wir wissen gar nicht richtig, wie das geht, aber wir versuchen es auf jeden Fall dran und das wollen wir auch dokumentieren. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Wir werden jetzt erstmal Zahnriemen wechseln. Bauen jetzt die ganzen Teile hier einmal ab, dass wir besser an den Zahnriemen kommen. Der Zahnriemen liegt ja da. Wir müssen mal selber gucken, wie wir das machen. Keine Ahnung. Einfach anfangen und machen. Du. Alter, du hast kaputt gemacht. Oh, warte mal. Handschuhe. Jo. So, wie man gesehen hat, haben wir die Teile abgenommen. Ja, Zahnriemen liegt jetzt mehr oder weniger frei. Also man kann ihn zumindest sehen. Wie man auch sieht, haben wir leider nicht ganz so viel Platz. Und zwar liegt der Motorlager direkt davor. Den wollen wir jetzt auch nochmal lösen. Das heißt, diese zwei Schrauben und dann hier zum Beispiel die Schraube lösen und so. Selbstverständlich, weil der Motor ja dann auf der linken Seite locker ist, müssen wir noch mit einer Motorbrücke fixieren, damit er uns nicht runterkracht. Ja, und dann hoffen wir, dass wir mehr Platz haben und dass wir dann auch gut an den Zahnriemen rankommen. Auf dass du dir die Hand da nicht gegen knallst. Ja, warte. Ja, okay, ist locker. Okay, okay. Maschine, Alter. Gut, alle Schrauben sind gelöst. Und jetzt kann man auch schon das ganze Teil rausnehmen. Und tada, Motorlager in der Hand. Dann haben wir jetzt gleich deutlich mehr Platz. Müssen natürlich noch das Gegenstück vom Motorlager lösen. Also praktisch das Teil hier, ja, und dann haben wir halt Platz, um dann endgültig an den Zahnriemen zu kommen, den man gerade nicht mehr richtig sieht. Und zwar wollen wir ja jetzt das Teil hier lösen, das hier, und da haben wir halt hier ganz unten nochmal zwei Schrauben, also quasi auf der Höhe und nochmal ein bisschen tiefer. Da kommt man halt eben nicht ganz so gut rein, wie man sieht, hängt der Arm komplett drin. Ich weiß schon, da kommt die Subway-Frau rein, wie du da hängst. So, das Teil ist jetzt ab. Ist natürlich so gebaut, dass man das irgendwie herausfriemeln muss. Also, ja, kann man sehen. Kommt man, sagen wir mal, besser an den Zahnriemen als vorher. Schauen wir mal, ob das da jetzt ausreichend ist. Ja, absolutes Trauerspiel hier. Und jetzt zu guter Letzt haben wir noch die Riemenscheibe hier. Die lösen wir jetzt mit 10er Vielzahn. Ja, und dann können wir dieses Einstellwerkzeug da für einen Zahnriemen dann befestigen. Aber ihr seht ja, was ich meine, wenn ich das Ding jetzt gleich abgemacht habe. Soll ich Schlacht imitieren einfach? Was sagst du? Man muss so drehen, dass der kurz bevor er Kompression aufbaut. Und dann Schlacht. Ja! Ist nie wieder fest. Doch, mit dem Schlagschrauber. So, jetzt bauen wir dieses Verkleidungsteil noch ab. Und wie man sieht, können wir dann hier mit dem, hier so ein Pfeil, das müssen wir dann natürlich noch so drehen. Ihr werdet sehen. Also wie man sieht, hier der Dorn ist drinne. Das heißt, oben auf jeden Fall ein Nockenwellenrad stimmt. Und der Kollege hat jetzt hier unten quasi Kurbelwellenrad auch festgemacht. Das muss man dann so raufschieben. Und dann hat man quasi da noch so ein Dorn. Das schiebt man da rein. Ja, und somit ist dann auch die Kurbelwelle arretiert. Und jetzt stimmen die Steuerzeiten. Vorausgesetzt, die Steuerzeiten haben vorher natürlich auch gestimmt, ne? Okay. Oh, ich mach fest. Ich habe festgeschraubt gerade. Ist gut, ne? Schön so fest, dass... Stell mal vor, jetzt, ich hätte die wäre gerissen im Block. Ja, dann weil ich bauen fest... wir zusammen und dann kommt das Ding auf eBay. Dann stimmt die Richtung. Machst du 100 Euro weniger fürs Gewissen, dann stimmt die Richtung. Film ich gerade, ne? Ich meine, wenn jetzt, ich mache jetzt Zahnriemen ab, es gibt dann kein Zurück mehr. So, mach doch mal schnell so einen Schaden. Mach doch mal schnell Aufwand. Aber so scheiße sieht der eigentlich echt noch nicht aus, ne? Bis Motorschaden wäre 80.000 noch mitzufahren können. Ja. Gut, ich weiß natürlich nicht, ist das exponentiell, das
Alterung geschehen, dass das irgendwie dann auf einmal richtig porös wird. Also, Zahnriemen ist ab und jetzt würde ich sagen, bauen wir die ganzen Komponenten dran und auch sehr interessant. Na, wie man sieht, ist das ja die alte Umlenkrolle und hier. Jedenfalls, die hat Spiel. Man spürt das auch richtig. Zuallererst jetzt die neue Umlenkrolle drauf, dann die Wasserpumpe da tauschen und dann noch zu guter Letzt die Spannrolle. Alter. Oh, machen wir nochmal. Da hat sich gerade ganz zum Schluss. Ja. Kommt da denn alles raus? Also wir haben jetzt mal drinnen nachgeschaut. Die Dichtung ist da auf jeden Fall nicht drinne. Könnt ihr jetzt mal reinschreiben in die Kommentare. Aber kann das sein, dass das hier die Dichtung ist? Suche Dichtung erfolgreich. Wir wollten gerade hier die Dichtung einsetzen. Haben gesehen, dass hier so eine Nut ist, wo dann die Dichtung drinne liegt. Heftig. Mhm. Richtig knüppelhart einfach. Einfach wenn man das mal anschaut, so optisch, sieht das echt nicht schön aus. Und wer weiß, wie lange die noch durchgehalten hätte. Ich meine, Kilometer sind wir bei 140 nach dem letzten Zahnriemen. Das ist schon lange fällig gewesen. Zum Verständnis, wenn man die dreht, man merkt richtig, wie das immer hakt. Also du hast richtig Widerstand, wenn du drehst. Und hier läuft das halt einfach richtig durch, ohne dass das halt zwischendurch hakt. Und ja, auch optisch, ne? Gut, Wasserpumpe, Dichtung ist drauf. Und ja, im Video hat er halt gezeigt, dass man dann eben überall nochmal Kühlflüssigkeit rüberkippt, dass die Dichtung nass wird. Und nicht erschrecken, wir haben sowieso unten auf dem Boden schon so viel Kühlflüssigkeit liegen. Müssen wir zum Schluss sowieso sauber machen, deswegen kippe ich das hier jetzt einfach auf den Boden. So, und hier bei dem Kollegen, ich weiß nicht, Mr. Dude oder Schrauber oder so, der hat auf jeden Fall gesagt, die Wasserpumpe bloß nicht reinschrauben, sondern immer schön per Hand reinmachen. Und das machen wir jetzt gerade. Bah! Bah! Mit dem Kopf rein. Ja, keine Ahnung. Das gehört so. Ja, Schrauben rein. Ja gut, ich habe jetzt die Wasserpumpe auch noch ein bisschen mit der Hand reingemacht, so wie der werte Kollege das gesagt hat. Und ja, jetzt drehe ich das Ganze Stück für Stück nach. Ja, jetzt habe ich alle Schrauben festgezogen. Oh, weißt du noch, wie viele Newtonmeter die kriegen? 20, glaube ich. Auf jeden Fall nicht zu fest, aber handfest auf jeden Fall. Du. Ja, jetzt die Umlenkrolle, die ganz unten sitzt, die wird jetzt festgeschraubt. Und dann hätten wir noch den Bolzen da. Ja, dann kommt der Spanner da halt drauf. Also, Zahnriemen ist drauf. Und jetzt kommt eigentlich schon ein Moment der Wahrheit, dass wir diese Arretierteile wegnehmen. Das heißt, den hier. Aua. Und hier den Bolzen hier. Ja, und dann eigentlich gibt es dann kein Zurück mehr. Aber wir haben nochmal natürlich geschaut, stimmt eigentlich alles überein. Pfeil über Punkt. Und hier genauso haben wir nochmal einfach zur Sicherheit hier quasi eine Markierung und auf dem Zahnrad. Und das passt alles. Also theoretisch kann es gar nicht kaputt sein. Aber ne, wenn man es ausspricht, dann geht es immer schief. Ja, also Zahnriemen ist ja jetzt drauf gewesen. Jetzt haben wir nochmal die Arretierwerkzeuge weggenommen. Haben den Motor halt per Hand nochmal durchgedreht. Und ja, haben unten dann wieder das Werkzeug drauf gesteckt. Und ja, wie man sieht, Nockenwellensensor, Nockenwellenposition. Also dieser Stift, der passt jetzt. Und ja, ich, Dulli, hab gemerkt, dass dieser Strich hier gar keinen Sinn macht. Ist halt ein Teil, ne? Komm, scheiß auf. Stand jetzt, wir haben alles dran, Motorlager auch mehr oder weniger. Muss halt noch befestigt werden, ne? Ja, auch Keilrippenriemen ist alles dran. Theoretisch wirklich nur noch Motorlager. Hier kann man ganz gut sehen, das müssen wir noch irgendwie hochkommen. Ja, dafür habe ich hier diesen Haken. Den spannt man da ein und dann kann man das ja hochdrehen. Damit zieht man den Motor hoch. Ja, und dann kann man die Bolzen halt reinschrauben. Aber zuallererst, weil wir richtig Hunger haben, wir fahren jetzt was essen und danach sind wir gestärkt und können weitermachen. Also wir haben das jetzt so gelöst, dass wir hier eine Kette rangespannt haben. Und jetzt drehen wir halt den Motor hoch. Und wie man sieht, ja, kommt der Motor auch hoch. Und dann können wir halt gleich, sobald es hoch genug ist, ja, die Schrauben vom Motorlager dann halt endgültig reinschrauben. Oh. Ja. Oh, ja, raufgesprungen. Wir haben ja gedreht. Handtechnik. Ich bin sehr nervös gerade.
weiß ich nicht. Wir haben jetzt mal geschaut, woher das Quietschen kommen kann. Dann haben wir den Motor nochmal per Hand gedreht und haben gesehen, dass der Keilrippenriemenspanner ein bisschen am Schleifen ist, weil der wohl kaputt ist. Ja, und das haben wir jetzt einmal abgebaut. Jetzt halt eben ohne Riemen. Und dann schauen wir mal, ob das Ding immer noch so am Quietschen ist. Gut, ich wollte euch auch noch zeigen, wo das Problem lag jetzt. Ich habe jetzt einen neuen Riemen gekauft mit einem neuen Spanner. Und zwar haben wir da so einen Spalt und der soll halt nicht sein. Da drin sind ja Federn und sowas. Und keine Ahnung, durch den Ausbau, Einbau ist das halt irgendwie kaputt gegangen. Und dadurch muss man sich jetzt vorstellen, der nicht mehr so gerade, sondern, um es übertrieben zu zeigen, so. So, und jetzt zeige ich auch mal, wo das Problem vorhin lag. Und zwar, wie man sieht, ist das Rad ziemlich nah an diesem Gehäuse hier. Und dadurch, dass der kaputt war und der, ne, übertrieben gesehen, nach da gezeigt hat, hat diese Rolle an dem Teil geschliffen. Ja, wie gesagt, Neuteil ist drin und hoffentlich klappt das jetzt alles. Neuer Riemen auch. Schadet ja immer nicht. Und dann starten wir die Kiste mal. Ja, wie man hört und sieht, alles läuft, neuer Riemen ist drauf. Jetzt in dem Fall hatten wir keine Laufrichtung, also du musstest auf keine Laufrichtung achten, weder beim Zahnriemen noch beim Keilrippenriemen. Ja, und so hört sich das Ganze doch schon gut an. So, das wäre es dann auch gewesen. Wie ihr hört, der Motor läuft. Es war eigentlich gar nicht so anstrengend, muss ich zugeben. Jeder, der ja ein bisschen am Schrauben ist, der kriegt das easy hin. Man braucht eben nur dieses Spezialwerkzeug und dann kann man gar nicht so viel falsch machen. Also ich hätte es mir auf jeden Fall komplizierter vorgestellt, aber umso glücklicher bin ich, dass das halt so einfach dann im Endeffekt war. Ich würde sagen, wenn euch die Videos und explizit das Video gefallen haben, dann lasst gerne ein Abonnement, lasst gerne ein Like da. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, ne? Gerade bei diesem Wetter. Hoffentlich bei euch genauso. Dass bei euch genauso gerade ist, I doubt it. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.